Hier bei Deutschlandwetter in diesem zweiten kurzen Update schauen wir uns das Wetter mal vom kommenden Wochenende an. Also wir blicken ein bisschen in den Spekulationsbereich und dann schauen wir auch noch auf Anfang Mai, was uns da so vom Wetter erwarten könnte. Fangen wir aber als allererstes an mit der Wetterlage vom kommenden Samstag. Und da sehen wir mehr oder sehr viel Hochdruck über Deutschland und über Europa, nur in Nordeuropa. Richtung Finnland und Schweden hätten wir auch Tiefdruck. Hier wäre das Wetter generell ein bisschen nasser und durchwachsener mit recht vielen Niederschlägen. Schauen wir jetzt mal auf das Wetter in Deutschland vom Samstag und das sieht wie folgt aus. Und dann hätten wir vor allem in Süddeutschland dann einige teils kräftigere Schauer und örtlich auch mal ein einzelnes Gewitter. Sonst kommt im Norden auch mal die Sonne heraus. Sonst gibt es meist über Deutschland einen Wechsel zwischen Sonne und Wolken. Und aber auch in der Mitte von Deutschland sind einzelne leichte bis mäßige Schauer unterwegs. Schauen wir auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die sehen wie folgt aus, dass wir im Westen Temperaturen von meist 14 bis 17 Grad hätten, im Osten und Nordosten ein bisschen kühler mit Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf den Sonntag und der Sonntag, der sieht doch vielversprechend aus, vor allem für die Nordosthälfte. Denn im Nordosten gibt es jede Menge Sonnenschein, aber auch sonst ist es ein Wechsel zwischen Sonne und Wolken im Westen mit ein paar Schauern, so wie an den Alpen und am Oberrhein auch etwas Sonnenschein. Die meisten Wolken werden wahrscheinlich zwischen Bremen und Dresden unterwegs sein. Schauen wir auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die sehen wie folgt aus. Da hätten wir meist Werte zwischen 14 und 18 Grad im Westen, örtlich auch mal 19 oder 20 Grad im Osten. Ein bisschen kühler mit Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Am kühlsten wird es voraussichtlich in einem Streifen von Bremen bis Hannover mit Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad. Schauen wir auf die Niederschlagsmengen, die es geben wird bis zum kommenden Sonntag. Und da hätten wir im Westen meist 10 bis 30 Liter pro Quadratmeter. An den Alpen kommt noch einiges an Niederschlag vom Himmel, teilweise bis 60 Liter pro Quadratmeter. So wie auch im Schwarzwald, teilweise bis 70 Liter pro Quadratmeter. So wie in den Alpen auch 80 Liter pro Quadratmeter. Am wenigsten Niederschlag wird es voraussichtlich im Osten mit 2 bis 5 Liter pro Quadratmeter geben. Jetzt werfen wir auf die Woche vom 1. bis zum 7. Mai oder in diesem Zeitraum und da hätten wir vor allem im Westen oder westlich von uns auf dem Ärmelkanal und oder generell einmal von Spanien, Portugal bis nach Großbritannien Hochdruck und einmal östlich von Deutschland, einmal Ukraine, Polen, Tschechien bis Teile Russlands hätten wir eher tiefdruckgeprägtes Wetter. Und dann schauen wir auch auf die Temperaturabweichung in diesem Zeitraum. Und da sehen wir vor allem im Osten deutlich zu kühle Werte, aber im Westen hätten wir dann deutlich zu milde Werte. Und in Deutschland würden wir genau in diesem Übergangsbereich liegen, mit mal zu kalten Werten, aber auch mal mit zu milden Werten, mal Warmlufteinbrüche, mal wieder ein Kaltlufteinbruch aus Norden. Also, da ist noch viel Feuer drin in Sachen beim Wetter und dann schauen wir jetzt auch noch auf die Niederschlagsabweichung nach dem EZMWF-Modell im gleichen Zeitraum 1. bis 7. Mai und da sehen wir eher im Westen und Südwesten eher zu trocken und im Osten mit diesen kühleren Luftmassen hätten wir eher zu nasses Wetter. Hier gäbe es auch mal ein paar Niederschlagsgebiete mit teilweise auch kräftigerem Regen im Osten. Wie gesagt, diese Niederschlagsgebiete im Westen könnte es zwar auch mal etwas regnen, aber nicht so viel. Hier regnet es halt zu wenig. Und das war's dann schon wieder in diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder morgen früh und werfen dann wieder einen Blick auf das Wetter in dieser Woche. Macht's gut, bis dann und ciao.